Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zum neuen Video und heute geht's um das Training für das Bundeschampionat zum allerersten Mal. Mit meinen selbstgezogenen Mini-Shetty-Fohlen habe ich vor, da teilzunehmen. Und was da alles zu tun ist und ob das eh nicht ein bisschen crazy wird, das sehen wir jetzt in diesem Video. Los geht's! Das Ganze hat im Sommer stattgefunden, deswegen auch noch das mega schöne Wetter. Es war auch mega warm und es war auch mega windig. Du wirst es noch in diesem Video sehen. Und das ist jetzt hier so das allererste Mal üben für dieses Bundeschampionat. Ich habe mich dafür für Herzblatt entschieden. Ich habe meinen Pferden und auch meinen Ponys beigebracht, wenn ich mich hinhockle, dass egal wo sie sind, dass sie herkommen sollen. Und das funktioniert bei Herzblatt auch schon richtig, richtig gut. Ich habe mich jetzt für Herzblatt entschieden mit ihrem Fohlen Glücksbärchen. Das siehst du jetzt auch gleich. Ich habe dich auch mitgenommen, als er auf die Welt gekommen ist. Die allerersten Sekunden auf der Welt in seinem Leben. Die hast du auch gesehen, weil ich die Kamera auch dabei hatte. Also falls du das Geburtsvideo von dieser kleinen Person noch nicht gesehen hast, von Glücksbärchen, dann schau dir das Video rechts oben gerne mal an. Ich verlinke dir das da. Und das Coole ist, da im Sommer, da hatten die auch alle noch gar kein Winterfell. Jetzt sind meine Mini-Shettys so richtige kleine Plüschbomben, so flauschig. Und auch Glücksbärchen ist voller Winterfell. Und hier jetzt diese Aufnahmen vom Sommer zu sehen, ist schon ganz witzig. So schlank jetzt irgendwie auch und ohne viel Fell. Herz wird jetzt mit ihrem Fohlen. Und Glücksbärchen hat ja auch eine ganz besondere Farbe. Das ist ja ein Grau-Falb-Scheck-Roan-Hengstfohlen. Das heißt, er wird noch mehr grau. Du siehst ja auch oben den Aalstrich. Das heißt, er ist auch ein Falbe und er ist ein Grau-Falbe, also ein Grullo. Die Aufgabe ist jetzt hier beim Bundeschampionat, dass hier Glücksbärchen ganz brav mitgeht. Jo, erste Aufgabe schon mal nicht bestanden, dass er halt ganz brav bei der Mutter halt im Schritt mitgeht und danach dann auch einen richtig schönen Trab zeigt. Keine Kreise im Galopp. Also er kann natürlich gerne Galopp zeigen, aber halt lieber mehr einen schönen Trab. Ja, tschüss. Das hat jetzt hier mal beim allerersten Mal üben nicht so funktioniert. Ich habe mir nur gedacht, okay, ruhig bleiben, es ist das allererste Mal. Glücksbärchen eskaliert noch ein bisschen mehr, wirst du jetzt auch gleich sehen. Ich habe mir nur gedacht, ich hoffe, es wird dann einfach nur nicht beim Bundeschampionat so sein, dass er sich halt einfach komplett aufführt dort. Hier ist auch ein bisschen getrabt, aber zack, schon wieder im Galopp. Dann ist er wieder stehen geblieben, dann ist er wieder herumgaloppiert. Ich habe auch natürlich versucht, hier ein bisschen zu laufen mit meinem kaputten Bein. Nach meinem Reitunfall kann ich nicht mehr so schnell laufen, aber ich habe da mein Bestes gegeben. Nur Glücksbärchen hat es halt überhaupt nicht interessiert. Also er sollte eigentlich jetzt mit der Mutter mittraben, daneben bestenfalls. Und nicht hier stehen, dann einen Kreis galoppieren, dann wieder stehen bleiben. Oder vielleicht sollten wir mal mit den Richtern sprechen, dass wir vielleicht eine neue Disziplin da irgendwie einführen, so im Kreis galoppieren, weil das hat er sehr, sehr gerne gemacht und ihn hat es fast dabei immer wieder aufgehaut. Also er ist halt echt immer so knapp da, da haut es fast auf. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn das dann passiert. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es dann beim Bewerb passieren würde. Dann würden wir wahrscheinlich für ein paar Lacher sorgen. Und ich habe mir nur gedacht, ich möchte einfach so ganz seriös und ganz normal und einmal professionell irgendwo auftreten. Deswegen wollte ich hier unbedingt üben. Deswegen habe ich das jetzt hier auch dann immer wieder mal probiert. Hier Herzblatt super brav und super artig mit mir mitgelaufen. Und Glücksbärchen, dem war es komplett egal. Der hat gemacht, was er wollte. Anstatt bei der Mutter zu bleiben, war es so, juhu, wie, wie, wir sind da hier am Reitplatz, wie, ich laufe da irgendwo hin. Er sollte auch auf der inneren Seite stehen, damit ihn die Richter dann auch besser sehen können. Er sollte nicht außen laufen, also genauso wie er jetzt ist, so ist es perfekt. Also hier auf der Innenseite, damit die Richter ihn richtig gut sehen können. Aber er sollte halt da mittraben, bestenfalls. Funktioniert jetzt schon mal nicht. Aber keinen Grund zur Sorge. Wir hatten ja noch ein paar Tage bis zum Bundeschampionat und ich hatte auf jeden Fall vor, da noch regelmäßig zu üben mit dem kleinen Persönchen. Ich habe nur mit Glücksbärchen hier geübt und was mit ihm gemacht, weil ich extra dort auch bei dem Zuchtverband angerufen habe für Keramik. Das Fohlen von Porzellinchen gab es leider keinen Bewerb. Glücksbärchen ist ja hier ein Mini-Shetty und Keramik ist ein österreichisches Miniaturhorse oder Miniaturpony oder sowas. Das
ist eine andere Rasse und für den gab es leider keinen eigenen Bewerb. Das war ein bisschen schade, deswegen habe ich jetzt hier nur Glücksbärchen und Herzblatt dann auch mitgenommen zu der Veranstaltung. So, dann ein anderer Tag. Diesmal haben wir mit den weißen Lederhalftern und weißen Stricken geübt. Ich habe ja so 1, 2, 10 weiße Lederhalfter gekauft. Ich habe das auch mal in einem Haul gezeigt auf meinem YouTube-Kanal. Mama, falls du das jetzt sehen solltest, du klickst da oben bitte jetzt nicht rechts rauf, okay? Bitte, das solltest du dir nicht anschauen, danke. Ich bin da wieder ein bisschen eskaliert. So, dann haben wir ein bisschen geübt und da hat es schon richtig gut geklappt. Und da hat es dann nicht so gut geklappt. Dann war hier wieder so ein kleiner Eskalationsgalopp dabei. Ja, mal mit Strick, mal ohne Strick. Also wir haben das ein bisschen geübt an mehreren Tagen. Die Tage sind vergangen und ja, mal ist es besser gegangen, mal schlechter. Und dann war der Tag vor dem Bundeschampionat da. Und da müssen natürlich hier meine Ponys super sauber sein. Ich habe jetzt den Part geskippt, wo ich Glücksbärchen gewaschen habe, weil ich habe ihn nicht gewaschen. Ich wollte ihn diesen Stress da jetzt nicht antun, weil er kennt das nicht. Und ja, dachte so, der ist eh sauber, das passt schon. Aber dass zumindest jetzt Herzblatt schön sauber ist, habe ich sie am Abend vor dem Bundeschampionat noch gewaschen. Und für sie ist es ja gar kein Problem. Sie genießt da die Dusche, es war auch richtig heiß draußen. Also im Sommer alles gut. Und dann verladen alle rein in den Pferdeanhänger. Und hier siehst du meine Ponys. Ich habe zu diesem Bundeschampionat Herzblatt, Glücksbärchen und auch Sterntaler mitgenommen. Wetter bombastisch, richtig, richtig schön. Ponys happy, Halfter sind drauf, Stricke sind dabei. Und von ist ja noch alles sauber. Und ich habe mich dann auch gleich in Schale geworfen, habe hier so eine weiße Hose angezogen, dann noch so ein Pullover, so ein Oberteil, weiße Handschuhe, weiße Schuhe, weiße Socken, alles weiß. Und meine Freundin war auch am Start, hier waren wir schon am Gelände und sie hat genau das gleiche Outfit wie ich. Und meine Freundin Steffi hat mich da unterstützt, was ich halt richtig, richtig toll gefunden habe. Die war auch beim Üben immer dabei und so. Und es ist halt voll schön, mit jemandem eine Zeit zu verbringen, den man einfach auch gerne mag und die sich auch gut auskennt. Und ja, und somit waren wir dann auch bei der Veranstaltung. Ich zeige dir jetzt mal hier so ein paar ganz, ganz kurze Ausschnitte, aber wie das dann auch wirklich abgelaufen ist, was dann dort alles passiert ist, ob wir irgendwas dabei gerissen haben, also ob wir da vielleicht auch was bekommen haben oder eine Platzierung bekommen haben, siehst du dann in meinem nächsten Video. Falls du das sehen möchtest, dann abonniere hier gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal, dann weiß YouTube Bescheid, dass du das nächste Video sehen möchtest. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und klick da jetzt gleich zu den nächsten zwei Videos. Da siehst du das Video von der Geburt von Glücksbärchen und da siehst du noch ein Video von dem Haul. Mama, bitte das Haul-Video nicht anschauen. Danke fürs Zuschauen und hör auch sehr gerne meinen fast täglichen Podcast Anita Girlie Themen Sprachmemos. Bis dann. Tschüss.